100 Schichten Kleidung? Wer von uns schafft es? Ich komme hier nicht rein. Ich kann mich jetzt schon kaum mehr richtig bewegen. René, nimm was auf. Ich glaube, ich schleiche mich trotzdem einfach rein. Hey Leute! Hallihallo! Herzlich willkommen bei Spiel mit mir und herzlich willkommen zu einer Challenge mit Ellie und mir. Wir haben heute etwas Spannendes vor. Ich bin mal gespannt. Was haben wir vor, Ellie? Ich bin auch gespannt. Wir wollen heute so viele Kleiderstücke wie möglich anziehen. Wir wollen sogar auf 100 Kleidungsstücke kommen. 100 Schichten Kleidung? Wer von uns schafft es? Ich habe keine Ahnung, wie wir das anstellen wollen, aber... Ob wir überhaupt so viele Klamotten hier finden. Genau, also natürlich müssen es nicht 100 Schichten werden, aber wir werden versuchen, so viele Schichten wie möglich anzuziehen. Yes. Und vor allem obenrum, ne? Also ganz viele Schichten obenrum. Wie viele Schichten hast du momentan an? Zwei. Das heißt, ich habe hier diesen Pullover und darunter noch ein T-Shirt an aktuell. Genau, ich habe so einen Top und ein Hemd an. Das heißt, beide haben zwei Schichten, so starten wir. Und dann werden wir gleich, wie viel Zeit nehmen wir uns? 20 Minuten? Wir treffen uns in 20 Minuten in der Cloud wieder. Und wer dann die meisten Schichten anhat, hat die Challenge gewonnen. Yes. Okay, bist du bereit? Wir haben zwei Kameras. Ich weiß noch nicht so ganz, worauf ich mich da eingelassen habe, aber ich bin bereit. Wir nehmen euch natürlich mit. Jede von uns nimmt eine Kamera und wir dürfen auch, also alles ist erlaubt, wir dürfen hier im Haus rumlaufen, wir dürfen uns noch Klamotten von den anderen leihen. Vielleicht gibt uns jemand noch sein letztes Hemd. Ja. Und wir schauen dann hinterher mal, wer die meisten Schichten hat. Also auf die Plätze. Fertig. Los. So, ihr Lieben, ich bin natürlich ganz schnell hier zu meinem Kleiderständer gelaufen. Ich habe extrem viele Klamotten, auch hier noch Kleider und so. Und ich habe mir schon ein Stativ mitgebracht. Ihr wollt natürlich wahrscheinlich dabei zugucken, deswegen werde ich das Stativ jetzt mal schnell aufstellen. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Das Stativ stelle ich mal hier hin und dann kann die Modenschau ja auch schon losgehen. So, was ziehe ich an? Natürlich macht es Sinn, dass man erst die engeren Sachen anzieht. Ich glaube, das Hemd ist ein bisschen weiter. Das werde ich nochmal ausziehen. Das kann ich dann gleich nochmal drüber ziehen. Das Praktische ist auch, das kann man hier offen lassen und dann einfach nochmal so wie eine Jacke drüber ziehen. Vielleicht als erstes das Halloween-Kleid. Das ist so ein bisschen eng. Boah, wenn ich das drunter habe, werde ich bestimmt schwitzen, weil das aus so einem Material wie ein Badeanzug oder so ist. Ah, ich habe hier auch noch einen Spiegel. Ich kann also auch direkt gucken, ob alles richtig zu ist. Aber ich glaube, das ist ja egal. So, Kleidungsstück. Also eins drunter, dann das Kleid. Zwei, drei. Noch ein Kleid. So Leute, ich bin jetzt hier in meinem Studio und ich bin echt aufgeregt. Ich muss jetzt ein paar Kleidungsstücke finden, da ich ja noch nicht ganz so lange hier in der Crew bin. Habe ich dementsprechend noch nicht wirklich was hier außer meine Einrichtung. Das heißt, ich muss mich jetzt auf die Suche begeben und irgendwoher Kleidungsstücke finden. Ich habe meinen Pullover, den ich vorhin anhatte, habe ich jetzt schon mal ausgezogen, weil der ist so ein bisschen dick, da kriege ich ja nichts mehr drüber. Das heißt, ich habe jetzt nur noch mein T-Shirt an und ich nehme euch jetzt mal mit auf die Suche nach Klamotten für meinen Zwiebellook. Fünf Schichten habe ich jetzt also. Vielleicht hätte ich das als erstes anziehen sollen. Das ist ein bisschen eng. Sechs. Es wird schon warm gerade, wie das aussieht. Sechs. Dann habe ich hier noch ein sehr hübsches Kleid von Lucy Müller. Sieben. Jetzt kommen T-Shirts. Acht. Neun. Zehn. Endlich macht es Sinn, dass ich hier einen Kleiderständer habe. Mit ganz vielen Klamotten. Vor allem habe ich schon wieder vergessen, ob ich 10 oder 11 jetzt gerade habe. Okay Leute, ich gehe jetzt einmal rüber und begebe mich jetzt mal auf die Suche. Wir schauen mal hier im CC-Studio nach. Hier gibt es bestimmt irgendwo Klamotten für mich. Ah, hier ist doch schon mal eine Garderobe. Wunderbar. Ich nehme jetzt mal alles hier, was ich kriegen kann. So, was haben wir denn hier schön? Oh Gott, was Hilfe. Was haben wir denn hier Schönes? Eine Jacke, okay. Oh Gott, hier ist ein Wollkragenpulli. Wow. Den ziehe ich schon mal an. Ist, oh Gott, ich glaube, das ist nicht so ganz meine Größe, aber ist okay. Sieht aber gut aus, oder? Gut, dass wir diese Challenge jetzt im Herbst machen, wo es sowieso kalt ist. Ach, ein Kleid nehme ich doch auch. Sieht gut aus. Ich find's schön. Okay, weiter geht's. Ein Hemd. Ich trage jetzt noch ein Hemd.
Okay, weiter geht's. Ach Gott, Gott, Gott. Hier ist auch noch was. Das ziehen wir auch noch. Oh Gott. Wunderbar. Ich kann mich jetzt schon kaum mehr richtig bewegen. Jetzt wird es echt ein bisschen eng gerade. Wir gucken mal, was es hier noch so gibt. Wenn ihr dieses Video noch nicht gesehen habt, wo ich dieses Fidget-Toy-Shirt getragen habe, könnt ihr auch noch mal reinschauen. Da habe ich ganz viele Fidget-Toys getestet oder Fidget-Toy-Gadgets. Boah, ich habe einfach vergessen mitzuzählen. Ich glaube bei 12 oder so bin ich. Langsam wird es wirklich eng. Ich merke auch, ich kann mich schon gar nicht mehr so gut bewegen. Die Arme sind so total eingeschränkt. Aua. So, dann habe ich jetzt hier, mal gucken. Ich will mir auch nicht meine ganzen Shirts hier so total ausweiten. Aber voll gut, dass ich bisher noch die Arme frei habe. Wenn da jetzt auch schon so viele Schichten wären, wäre es bestimmt ein bisschen schwieriger. So, ich glaube, diese kleine Bluse kann ich da nicht mehr drüber ziehen. Dann kommt als nächstes ein neues T-Shirt. Boah, vor allem diese Muster hier. Ja, schick, sehr schick. Das ist, glaube ich, ein bisschen weiter. Dann lieber erstmal das nächste. Boah. Eng. Es ist sehr, sehr eng alles schon. Okay. Auch eine schicke Farbkombination. Und vielleicht merkt ihr, ich habe schon so richtig dicke Oberarme. Okay, nächstes Shirt. Und noch eine Schicht. Oh, es ist anstrengender, als ich dachte. Oh, ja. So. Okay, also wir haben ja noch so einen schönen Blazer. Und auch so eine Weste, aber ich glaube, mit dem Blazer wird es total eng, dann kann ich nichts mehr anziehen. Die Weste kann ich zum Schluss tragen. Wir schauen mal weiter, was hier noch liegt. Hier haben wir noch ein T-Shirt, das könnte ich doch mal nehmen. Mal gucken, wir haben hier noch eine Weste, Würfelmütze. Mütze brauche ich nicht. Weihnachtssocken. Wo kriege ich denn jetzt noch was her? Also, ich habe jetzt hier dieses T-Shirt, das werde ich nehmen. Hier ist auch noch was. Was ist das? Ich sehe ein wunderschönes Hemd. Schaut mal, Leute. Das werde ich mir jetzt auch noch nehmen. Was habe ich denn noch hier? Ah, hier sind noch so ein paar T-Shirts. Wir hatten mal so ein Video gedreht, wo Claudio mir eine Woche lang Klamotten rausgesucht hat. Und da hatte er so ziemlich hässliche Shirts für mich bestellt. Und da gehört dieses hier zu. Ich glaube, das ist auch relativ groß. Oh, doch nicht so groß. Boah, ich muss mich mal im Spiegel angucken hier. Ja, es ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, boah, wenn ich das gleich wieder alles ausziehen muss. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll, das alles wieder auszuziehen. Es wird so anstrengend und es ist so warm gerade. Es ist wirklich gerade schon so unglaublich warm. So. Ja, das gehört übrigens auch zu diesem Video, was... das hatte ich eigentlich Claudio wiedergegeben, das Shirt, aber er wollte es auch nicht haben. Und ich bin schon völlig durcheinander geraten, wie viele Schichten ich jetzt eigentlich schon habe. Ich kann hier gleich nicht mehr. Es wird mir ein bisschen zu warm gerade. So, jetzt kommen Pullover und danach kommen Jacken. Und dann bin ich auch hier langsam durch mit meinen Klamotten. So, ach, hier ist noch ein T-Shirt. Ja, ich habe noch... Ach, zwei T-Shirts habe ich noch entdeckt. Boah, kann ich mehr. Wie viel Uhr haben wir es? Ich habe noch 10 Minuten Zeit, glaube ich. Das heißt, es können noch mal 10 weitere Schichten kommen. Vielleicht komme ich ja wirklich auf 100. Ich dachte eben so, ja, 100 Schichten, na ja, wahrscheinlich eher nicht. Aber wenn es so weitergeht wie bisher, gefühlt habe ich schon 50 Schichten. Oh, schick. Ganz schick. So, jetzt wird es richtig warm. Jetzt kommen Pullover und Jacken. Das ist der Pullover von Lucy Müller vom Klassenzimmer, von unserer Serie im Klassenzimmer. So. Gut, dass ich auch noch keine Kapuzenpullover und so angezogen habe. Die müssen ganz zum Schluss kommen. Ah, jetzt langsam passt es wieder zusammen. Leo mit Leo. Und ich sehe gerade hier die hübsche Jacke von Lisa, aber die ist sehr, sehr klein. Ich glaube, die kann ich nicht so gut rüberziehen. Dann habe ich hier noch die Jacke. Die Jacke und mein Hemd liegt da ja auch noch. Ja, vielleicht kommt als nächstes jetzt das Hemd. Und wird es jetzt auch nochmal richtig kuschelig. Jetzt habe ich nämlich auch Ärmel bis unten. Ach, ich sehe, da hinten habe ich noch ein Hemd. So, ich habe keine Ahnung, wie viele Teile es jetzt schon sind inzwischen. Ja, so ein paar auf jeden Fall. Okay, weiter geht's. Ich kann mich wirklich schon nicht mehr so gut bewegen.
Warum habe ich mich darauf eingelassen? Das war alles Katis Idee. Ich sehe aus wie ein Footlooker-Mitarbeiter. Let's see. Gott. Okay, Leute, so. Wie viel haben wir jetzt an? Ich kann ja mal kurz schon mal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, das ist noch nicht so viel. Meint ihr, Kathi hat mehr als ich? Laser. Sie? Okay, das ist so eng. Das ist so eng. Okay, also, nee, ich glaube, da muss ich passen. Da kann ich mich nicht mehr bewegen. Okay, weiter geht's mit der Weste. Eine wichtige Sache noch. Den hier, den nehme ich mir jetzt mit. Aber den trage ich ganz zum Schluss. Okay. Jo. Ich sehe ziemlich stark aus. Komme ich überhaupt noch an der Kamera vorbei? Ich habe nämlich hier noch ein Hemd. Ich weiß gar nicht, ob ich gleich noch schaffe, die Kamera so zu halten. Oh, ich glaube, das Hemd ist noch ein bisschen kleiner. Das hätte ich vielleicht da drunter ziehen sollen. Ja, ich sehe sehr, sehr lächerlich aus. Jetzt kommen die Jacken. Und es wird einfach immer anstrengender. Boah, ich weiß wirklich nicht mehr, wie viele Schichten das sind. Ach, noch eine Jacke. Ich kann nicht mehr. Ich glaube, ich muss gleich kurz eine Pause machen. Ich muss erstmal gleich was trinken oder so. Ein kühles Getränk würde jetzt nicht schaden. Hier ist noch eine Strickjacke. Aber ich glaube, die hat sehr schmale Arme. Obwohl die Arme sind noch nicht so dick. Das geht. Und vielleicht muss ich mir gleich noch von jemandem Klamotten leihen, der etwas, breitere Arme hat als ich. Oh, jetzt bin ich auch noch mit dem Fingernagel hier hängen. Ihr merkt, es wird immer, immer schwieriger. Och nö, ich komme hier nicht rein. Nee, ich glaube, die Jacke kann ich nicht anziehen. Die passt hier nicht drüber, die ist zu eng. Da kann ich mich wirklich gar nicht mehr bewegen. Gut, die muss ich weglassen. Ich glaube, die Jacke hier kann ich mir auch sparen. Ich glaube, die kriege ich hier auch nicht drüber. Die ist ja auch nicht so elastisch. Nee. Das geht nicht. Aber ich habe hier noch ein sehr, sehr großes Hemd. Das kann ich hier auf jeden Fall noch drüber ziehen. Gut, mein Kleiderständer ist jetzt... Ja gut, dieses Dirndl werde ich da jetzt auch nicht mehr drüber kriegen. Mein Kleiderständer ist abgegrast. Hier ist jetzt nichts mehr. Die packst du nicht da drüber. Die kleine Bluse auch nicht und die Jacke von dieser auch nicht. Und oh, ich komme gar nicht runter hier. So, muss ich gleich wieder aufräumen. Jetzt gehe ich mal auf die Suche. Ich habe noch... 8 Minuten oder so. Jetzt gehe ich mal auf die Suche, ob ich noch irgendwo was finde. So. Ich könnte mich bei Evas Sachen vielleicht noch bedienen, aber die werden hier auch nicht drüber passen. Ich schau mal gerade bei René. René nimmt was auf. Ich glaube, ich schleiche mich trotzdem einfach rein. Vielleicht besser hier. Okay, also, ich glaube, hier werde ich nicht hinter. Und dann hoffe ich einfach, dass die erste Person gleich schon kommt. Also, vielleicht, ich hoffe mal, dass ich komme. Dann ist er verabredet. Schau doch mal, da guckt die Mobiltelefon nach. Also, hier steht doch eindeutig, dass... Klamotten bei René geschnappt. Ich glaube, bei Evas Klamotten. Obwohl, da ist so eine Strickjacke bei Eva. Vielleicht kann ich die noch drüber ziehen. Wird sie nichts dagegen haben. Okay, Leute, ich ziehe jetzt mal hier weiter und gucke mal, wo ich vielleicht noch Klamotten klauen kann. Wir schauen einfach mal bei Claudio in seinem Studio. Und siehe da, hier gibt es Klamotten. Ich bin jetzt mal so dreist und bediene mich jetzt einfach mal. Und nehme mir jetzt mal hier ein bisschen was weg. Das nehme ich mir auch noch. Ich nehme mir das jetzt mal mit. Und das wird auf jeden Fall eine sehr wilde Kombination hier, würde ich sagen. So, ich bin jetzt wieder zurück in meinem Studio. Ja, so sehe ich bis jetzt aus. Richtig stylisch, würde ich sagen. Okay, ich ziehe jetzt die anderen Sachen auch mal an. Ich glaube, die Weste. Ich glaube, wir müssen das tauschen. Ups, oh nee, so war das jetzt nicht gewollt. Also das hier, muss ich sagen, das würde ich auch persönlich tragen. Ich finde das mega cool. Also... So sollte ich auf jeden Fall nicht mehr frieren. Das sieht doch zu wild aus. Zu wild. Okay.
Ah, ich muss mein Pullover eigentlich noch anziehen. Ich muss mein Pullover noch anziehen, weil sonst... Nee, ich hatte den am Anfang auch an. Ich muss mein Pullover noch... Der leiert doch voll aus jetzt. Okay, Leute. Soll ich meinen Pullover jetzt ausleiern? Ich tue es für den Sieg. Für den Sieg. Okay, mein Pullover ist flexibel. So. Oh, sieht das ganze Outfit doch schon wieder normal aus, oder? Das hier... Okay, ich muss auf die Uhr achten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, okay. Ich glaube, ich habe jetzt... Oh nein, ich muss mich beeilen. Ich habe nur noch 5 Minuten. Dann treffe ich mich nämlich wieder mit Kathi. Und dann bin ich gespannt, was sie so alles anhat. Okay. Das ist so eng. Ich glaube, ich brauche dazu nichts sagen. Ich habe jetzt noch Evas Jacke, Renés Jacke und Renés Hemd angezogen. Die Kapuze hängt jetzt irgendwie auch auf meinem Kopf. Die kriege ich nicht mehr runter. Ich gehe jetzt in die Cloud. Mehr Kleidungsstücke passen nicht an diesen Körper. Boah, ich kann mich kaum mehr fortbewegen. Und mir ist so warm, wenn ich jetzt die Treppe hochlaufe. Vielleicht mache ich kurz vorher eine Pause. Boah, bevor ich wirklich hier gleich kollabiere, gehe ich jetzt mal ganz schnell in die Cloud. Oh, da kommt Donny. Ja. Hi Donny, fällt dir irgendwas an mir auf? Ja, du hast ganz viele Jacken an. Mir ist ziemlich warm. Die ist ziemlich warm. Ich weiß nicht, wie viele Schichten das sind. Ich werde jetzt gleich mit Eddie durchziehen. Ich muss jetzt schnell in die Cloud. Mir graut es nur schon vor der Treppe. Ja. Weil das wird, glaube ich, ganz schön warm. Ja, glaube ich auch. Oh Mann. Irgendwie fand Donny das, glaube ich, ganz normal, dass ich so aussehe. Aber gut, er kennt ja von mir auch schon solche witzigen Sachen. Oh, ich kann schon gar nicht mehr sprechen. Und Eddie ist noch nicht da. Oh, dann warte ich mal. Okay, Leute, ich muss mal hier auf die Uhr schauen. Ich treffe mich nämlich jetzt eigentlich mit Kathi. Es kann sein, dass sie schon wartet, aber ich bin auch nicht fertig. Ich muss gerade noch so 3 Teile anziehen. Ja, ich hoffe, Kathi ist auch noch nicht fertig. So, ich glaube, Kathi ist schon fertig. Schnell das letzte Detail. Und dann bin ich gespannt, ob ich Kathi schlagen konnte. So. Oh mein Gott. Tada. Okay, Leute, also das ist jetzt hier mein Look. Keine Ahnung, wie viel Schicht ich anhabe, aber mir ist so warm. Ich bin am Schwitzen. Okay, ich schau jetzt mal, was Kathi so macht. Ob sie denn schon fertig. Oh, Leute, da sind wir wieder. Ellie, du siehst sehr, sehr witzig aus. Und du erst. Und ich frage mich wirklich, wie viele Schichten Klamotten wir tragen. Ja. Wir werden jetzt zählen, ne? Was für eine Erleichterung. Also, 1. Okay. Jeder zählt, ich lege meine Sachen zur Seite. Du kannst ja deine darüber legen, ich genau. Hier. Können wir gegebenenfalls nochmal nachzählen. Genau. So, dann Kleidungsstück Nummer 2. Dann Kleidungsstück Nummer 3. So, jetzt wird's peinlich für mich. Und zwar ist das das Letzte. Oh. Du kannst mir gleich helfen. Komm hier nicht raus. Ja. Den Pullover, den ich ursprünglich anhatte, den habe ich ja schon ausgezogen. Das heißt, ich stehe jetzt noch hier mit meinem T-Shirt. Ah, okay. Dann Nummer 11. Genau, jetzt kommt 12. Eieiei, was hast du gemacht? Also ich habe mindestens noch 10 weitere. Kannst du mir bitte helfen, Ellie? Was passiert hier? 29, 30. Ich gehe dann mal. Und das ist die letzte Schicht. Wow. Wie hast du das gemacht? So, ihr Lieben, es war eine mega witzige Challenge. Wir haben gerade noch mal nachgezählt. Wie viele Kleidungsstücke hattest du? 12.
Und ich hatte 32. Ich hatte einfach mal 20 Kleidungsstücke mehr als Ellie. Das heißt, ich habe gewonnen, aber ich muss dazu sagen, Ellie hatte es auch etwas schwieriger. Denn ich hatte einfach meinen Kleiderständer und ich habe alle Shirts, die ich da drauf hatte, alle übereinander gezogen. Ich musste mich nicht groß bewegen, ich musste nicht überall rumlaufen. Ja. Und Ellie ist halt überall rumgelaufen und hat sich die Kostüme zusammengesucht. Deswegen, du hast es echt gut gemacht. Oh. Dankeschön. Danke, Kathi, du auch. Es war ein wohlverdienter Sieg. Vielen, vielen Dank. Wir hatten auf jeden Fall mega Spaß. Vielleicht habt ihr Lust, das mal nachzumachen und euren kompletten Kleiderschrank anzuziehen. Ja, wir würden es, glaube ich... Ja, ich glaube, ich würde es nicht nochmal machen. Aber für einmal war es auf jeden Fall witzig. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne Daumen nach oben da lassen. Abonnieren, Glöckchen aktivieren. Yes, und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss.